Es So. war für uns beim Film, beim Fernsehen, Theater, Literatur mehr möglich, als man in der Bundesrepublik geglaubt hat oder jetzt glauben will. Offene, direkte Kritik am System war natürlich nicht möglich, aber man konnte versteckt, verschlüsselt, mit Sinnbildern hier operieren, weil die Zuschauer, wie in allen Diktaturen, waren ja hungrig nach der Wahrheit zwischen den Zeilen. Also ich nenne so ein Beispiel, wenn im Deutschen Theater in Berlin in Don Carlos Poser zu König Philipp sagt, siehe, geben Sie Gedankenfreiheit, gab es immer Applaus. Wenn hier das gesagt wird im Theater, rührt sich keine Hand. Es wird kaum gehört. Also die Zuschauer waren hungrig nach der versteckten Wahrheit zwischen den Zeilen. Und es war relativ viel möglich, bis auf direkte Kritik. Also von mir wurde in den ganzen Jahren, die ich dann Filme gemacht habe, ein einziger Film verboten. Das war die Umsetzung eines sowjetischen Theaterstücks, wo es darum geht, dass eine Familie in einer trostlosen Neubaugegend wohnt und weg möchte. Und sie meinen, wenn wir hier weggehen, alles Schlechte bleibt hier, woanders wird alles besser. Dort ist immer von Odessa die Rede, aber das ließ sich natürlich übertragen auf alles andere. Wir wollen hier weg, alles Schlechte bleibt hier, woanders. Diese Illusion, die herrscht ja überall. Und der Film wurde dann verboten. Aber viele andere, die ich gemacht habe und die sehr kritische Probleme hatten, waren möglich. Das hat verschiedene Gründe. Also ich sagte, der direkte Angriff wurde abgelehnt, natürlich. Aber ein Grund war, dass manche der entscheidenden Herren und Damen, die Entscheidung zu fällen hatten aus der Obrigkeit, waren von einer seltsamen Naivität. Die konnte man in das Licht führen. Mit einer klugen Rede, warum dieser Film zur sozialistischen Erziehung der Menschen beiträgt, konnte man sie einlullen. Dann war das Besondere, dass die Abnahmen immer vor einer Kommission waren. Es war immer eine Gruppe von Menschen und man saß als Filmautor oder Regisseur nicht allein, sondern auch wieder Kollegen, Mitarbeiter waren dabei. Und es gab eine Diskussion und Sie können mit, wenn Sie sechs Leute vor sich haben, können Sie mit ihnen reden. Ich habe dann in der Bundesrepublik erlebt, da sitzt ein Redakteur, der allein entscheidet, nach seinem Geschmack. Neben dem Autor oder Regisseur sitzt fast nur der Produzent, sonst fast keiner weiter. Und der Produzent, der ja vor allem die nächste Rate überwiesen haben möchte, der fällt fast immer sofort um, wenn dieser eine Redakteur eine kritische Meinung äußert. Ich habe die Abnahmen hier als viel unangenehmer empfunden, als dort, wo sie oft kompliziert waren, aber es gab eine Diskussion. Man hat eine Chance, dazwischen zu kommen. Und darum sind auch manche Sachen entstanden, die erstaunlich waren. Es ist dann allerdings auch passiert, dass ein Film genehmigt wurde und dann später vor einem höheren Gremium dann nochmal. Also ich bin zum Beispiel mit einem Film, da hat das Fernsehen sich nicht getraut zu entscheiden, ja oder nein. Und dann hat, weiß ich nicht, wie das zustande kam, dann wurde ich mit einigen Chefs vom Fernsehen ins Politbüro der SED bestellt. Und dann hat sich den Film angeguckt, Werner Lamberts, das war einer der Vertreter von Erich Honecker. Und dort gab es die Diskussion, ob der Film genehmigt wird oder nicht. Und auch da war es wiederum für mich interessant. Da war nun einer, nicht eine Kommission. Und ich saß da als Regisseur des Films mit einigen Funktionären des Fernsehens, also Abteilungsleitern und so. Und das Gespräch ging ausschließlich zwischen Lamberts und mir. Und er hat den Film akzeptiert, ohne auch nur einen Strich ändern zu lassen. Als wir dann rausgingen, auf der Treppe waren von diesem ZK-Gebäude, schüttelte mir mein Abteilungsleiter die Hand und sagte mir, du hast mir meinen Stuhl gerettet. Also manchmal war es auch so ein beherztes Auftreten, direkt etwas sagen, nicht angreifend, sondern eine Meinung äußern, hat auch manchmal geholfen. Ein Film wurde verboten. Gab es dann die Chance, dass der vielleicht 5 Jahre später dann doch zugelassen wurde, oder?
Ja, das war seltsam. Der ist dann wirklich einmal gelaufen. Das war, glaube ich, ein, 2 Jahre bevor ich verschwunden bin, abgehauen bin. Gab es einen Kongress des Verbandes der Film- und Fernsehschaffenden. Und dann haben sie in den Tagen des Kongresses einige der verbotenen Filme nachts gesendet, spät nach 23 Uhr, ohne es in der Zeitung anzuzeigen, sodass wir nicht uns beschweren konnten, die Filme sind nicht gezeigt worden. Also der Film ist dann wirklich in der Nacht gelaufen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewissermaßen. Und es gab nichts in der Zeitung, keine Ankündigung, im Programmheft nicht. Damals gab es noch die Ansagerinnen, da kam eben so eine Ansagerin, also verehrte meine Damen und Herren, in Abänderung unseres Programms zeigen wir heute, und dann wurde das gezeigt. Ich habe das auch nur zufällig erfahren, weil einer vom Fernsehen anrief, übrigens, dein Film kommt heute Nacht. Also man konnte mit dem System irgendwie umgehen. Es war nicht einfach, aber Und ein subtiler Weg für das System zu sagen, ja, es geht doch, wir zeigen die Filme. ja. Das ist hier ein bisschen anders. Hier dürfen Sie alles, wenn es finanziert wird, und wenn es nicht gefällt, kriegt man kein Geld und kann den Film nicht machen. Denn wenn ein Film genehmigt war, dann hatte man alle Mittel. Ich habe dann später mal, als ich den Westen die Erfahrung hatte, gesagt, ich bin aus einem armen Land mit reichem Film in ein reiches Land mit armen Film gekommen, wo jeder Pfennig dreimal gedreht wurde.